Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Showcase. Heute schauen wir uns die Ancient Ruins an, also quasi ja, Ruinen, die in der Welt von Vintage Stories spawnen können. Sie bestehen in der Regel alle aus Granit. Es gibt keine Schätze darin und sie sind sozusagen versteinerte Überbleibsel der versunkenen Welt. Ich habe sie so in der Welt platziert, hier in dieser Kreativwelt, dass sie entsprechend so aussehen, wie sie auch in der Welt vorkommen. Also sie sind nicht so extrem zugeschüttet oder so oder sind nicht zu tief in der Erde. Die sind genau so, wie sie halt auftauchen in der Welt. Oft vielleicht noch ein bisschen Erde drumherum oder so, je nachdem, wo sie auftauchen. Aber genau so, wie ich sie platziert habe, sollten sie auch in der Welt auftauchen. Das erste sieht aus wie, ja, wie so Stonehenge ein wenig, ne? Ist vielleicht auch daran inspiriert. In der Mitte haben wir wie so eine Art Altar oder so. Ja, sieht eigentlich ganz, ganz nett aus. Man kann das, wenn man sowas findet, auch gerne umbauen oder halt erweitern oder halt seinen eigenen Altarplatz oder seine eigene spirituelle, ja, Stelle schaffen, auf die man immer wieder zurückkommt. Das zweite, das sieht ein wenig aus wie Blitze. Und wir können ja nochmal gucken. Wie gesagt, es gibt keine Schätze darunter, wenn wir mal nach unten gehen. Man sieht auf jeden Fall, dass es keine Schätze gibt. Sie bestehen rein aus Granit, bis auf wenige Ausnahmen. Und ja, was das sein könnte, ist sehr, sehr mysteriös. Es sieht aus wie Blitzstrahlen, die von diesem Tor oder was das sein soll, weggehen. Und ja, man kann nur erahnen oder vermuten, was das ja früher einmal gewesen sein könnte. Und je nachdem, wo ihr es findet, könnt ihr das natürlich auch wieder entsprechend umbauen und ändern. Ist ganz nett gemacht, finde ich. Müsst ihr euch noch ein bisschen vorstellen, dass dort Gras wächst, ein bisschen was Grünes oder so. Die dritte Ruine ist, ist auch ein wenig wie Stonehenge, so ein bisschen, bloß ohne die oberen Granitblöcke. Es geht auch nach unten und wenn man sich sozusagen einen Weg nach oben gebahnt hat, findet man hier oben einen Eingang. Hier kann man rein. Und ja, das sieht auch aus wie eine spirituelle, ja, Grabeskammer vielleicht oder ein Ritualplatz, der verschüttet wurde. Man kann das natürlich auch entsprechend freilegen, wenn man das denn möchte. Dann hat man sozusagen die ganze Pracht vor sich aufgebäumt sozusagen. Und wenn man sich das halt einfach mal anschaut, dann könnte das schon so sein, als wenn das irgendwie so eine Art Feuerstelle gewesen ist. Ne? Man sieht hier, das hier ist nicht original, das sieht so aus. Man sieht hier unten übrigens auch noch ein wenig diesen Pfadstein. Das hier gehört nicht dazu, das ist von mir, wegen der Linie, wo ich es ausgerichtet habe beim Platzieren. Und ja, wie gesagt, also man kann es freilegen und man kann es dann entsprechend selber umbauen. Es sieht ganz cool aus. Wie gesagt, ja, hat man dann wie so eine Art Ritualplatz, kann man vielleicht noch ein Lagerfeuer reinmachen oder so. Ganz nett anzusehen. Würde ich mal behaupten, als die ersten drei vorangegangenen. Es gibt ja auch einen Eingang. Das kann natürlich auch sein, dass der Eingang verschüttet ist, also dass ihr dort gar nicht reinkommt, dass ihr erstmal gucken müsst, wo dieser Eingang ist. Und man hat hier auch wieder diesen Pfadstein, also quasi diese Pathstones hier unten drin. Und man kann es dann sich auch wieder freilegen und gucken, was ist denn das mal gewesen? Man kann vielleicht dann ein bisschen rätseln, was das mal sein könnte. Ja, gewesen sein könnte. Es sieht halt aus, als wenn hier so Gänge sind, die irgendwo hinführen. Vielleicht so Grabkammern oder so. Ne? Vielleicht ein sehr, sehr altes Grab, was schon mal was halt sozusagen, das sieht auch hier, das könnten Grabsteine sein, das könnten Gräber sein, würde ich mal behaupten. Kann man schlecht sagen.
man kann es halt, wie gesagt, nur vermuten. Wobei, wie gesagt, besteht halt aus Granit. Hier gibt es auch nochmal einen Weg, den man freilegen kann. Und Stone Path ist hier sozusagen, ja, vorhanden unter dem Ding. Ja, ihr könnt es komplett ausheben, wenn ihr das möchtet. Dann habt ihr sozusagen einen großen Platz. Das dauert vielleicht eine Weile. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Struktur, wie ich finde. Und vielleicht lohnt es sich ja auch, das dort einfach mal durchzugraben. Wie gesagt, es gibt keine Schätze in diesen Fundstätten. Also wenn man hier mal durchfliegt, sieht man, wie gesagt, nichts. Nichts weiter. Also keine Truhen, keine Vessels oder sowas. Das sind halt schon sehr, sehr alte Ruinen, wo schon alles, ja, bis auf den Stein halt vergangen ist sozusagen. Das nächste ist so eine Art, ja, es könnte ein Langhaus sein. Das sieht so aus. Es läuft auch wieder etwas hier könnte ein Schrein sein. Vielleicht war hier drin eine Reliquie oder so, ne? Und das könnte dann der entsprechende Altar gewesen sein. Das ist ganz gut möglich. Und auch hier gibt es halt keine Schätze. Ich glaube, das müsst ihr nicht unbedingt freilegen. Ihr könnt vielleicht hier einen anderen Boden einführen oder so. Und vielleicht auch umbauen, ein Dach drauf machen oder so. Oder einfach diesen Ritualplatz, ich nenne es jetzt einfach mal Ritualplatz, mit einer Reliquie belegen und wieder zum Leben erwecken. Sieht ganz nett aus, ist halt auch wieder aus Granit und wahrscheinlich auch sehr selten zu finden. Habe ich selber noch nicht gefunden. Das nächste ist wieder so eine Art Ring, könnte man sagen. In der Mitte, ja, würde ich mal sagen, das ist so eine Art, was könnte man sagen? Vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, ich mach's nochmal. Das nächste ist wieder so eine Art Ringruine, also aus verschiedenen Säulen oder mit Säulen umsäumt. In der Mitte würde ich mal sagen, wieder ein Altar. Und diese Säulen haben überall solche Einbuchtungen, als würden da vielleicht irgendwelche Energiesteine drin sein, die Energie sammeln und dann in der Mitte konzentrieren. Das sieht auch aus, als würden das große Antennen sein, die vielleicht Energie aus dem Universum heranziehen oder aus einer anderen Welt und hier entsprechend in der Mitte zentrieren. Und vielleicht hat man früher darüber eine unheimliche Macht bekommen oder so. Das kann natürlich ganz gut möglich sein. Man weiß es nicht. Es gibt keine Überlieferungen darüber, was hier passiert ist vor vergangenen Tausenden von Jahren. Auch hier gibt es keine Schätze sozusagen. Ne? Sieht man keine Schätze, auch im Untergrund ist nichts zu finden. Wenn wir da mal drunter gehen. Wie gesagt, und auch die Reliquien oder die Steine, die Edelsteine, die Energiesteine sind auf jeden Fall schon verschwunden. Seit Jahrtausenden verschollen. Das nächste könnte so eine Art Mausoleum sein, eine Grabkammer, wenn man so will. Es gibt einen Eingang, dann kann man reingehen sozusagen. Und wenn man denn wollte, könnte man es freilegen. Wie gesagt, hier gibt es auch keine Reliquien, keine Schätze, die man finden kann. Das ist eine vielleicht schon ausgeraubte Grabkammer, ein Hügelgrab oder einfach ein zusammengefallenes Mausoleum. Es ist mit Erde überdeckt, es fehlt sozusagen der organische Stoff wie Holz, ist alles schon vermodert, schon vor Tausenden von Jahren. Und ja, legt es frei, habt Spaß damit, baut es um. Es ist sehr, sehr interessant, solche Sachen zu finden und auch natürlich zu erhalten. Also nicht einfach abbauen, denn die sind halt sehr, sehr selten in der Welt zu finden. Element, eine größere Ruine. Das sieht mir auch wieder aus wie Antennen, die halt quasi Energie aus dem Universum anziehen. Es gibt sogar eine Treppe, die man emporsteigen kann mit einem Altar. Vielleicht hat man hier ein Grabesritual durchgeführt oder vielleicht auch wieder Tote zum Leben erweckt. Vielleicht hat man sich hier reingelegt oder hat man den Leichnam hier reingelegt, hier ringsrum wieder die Energiesteine hingepackt und Energie aus dem Universum angezogen, aus dem Äther,
und in der Mitte konzentriert, um vielleicht der Person zum Beispiel ins neue Leben zu verhelfen. Oder halt einfach vielleicht auch, es ist auch ein Portalraum gewesen. Vielleicht konnte man hier rüber, man hat sich draufgesetzt, vielleicht ist es auch ein Stuhl, man hat sich draufgesetzt, hat die Steine aktiviert und wurde in ein anderes Paralleluniversum geschickt. Wir können ja mal nach unten gucken, wie es hier aussieht. Wie gesagt, hier ist auch keine Schätze zu finden. Wie gesagt, ihr könnt es aber auch ausgraben. Wobei ich glaube, dass schon es richtig ist, dass das hier so als Hügel gebaut wurde, weil die, halt quasi in das neue Universum beziehungsweise in das Paralleluniversum zu reisen, muss man natürlich emporsteigen und umsäumt von diesen, Antennen des Universums, des Äthers, kann man entsprechend, irgendwo hinreisen. Vielleicht war es auch ganz was anderes, vielleicht war das auch einfach bloß ein Müllplatz, man weiß es nicht. Wie gesagt, es gibt keine Überlieferung darüber. Und das war es auch schon wieder mit diesem kleinen Showcase. Es gibt nicht viel zu sehen, wie gesagt. Das sind auch sehr, sehr seltene Ruinen, die in der Welt auftauchen. 90% davon habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß, dass wir auf dem ersten Server, beziehungsweise auf der ersten Karte, hatten wir das dritte, also das riesengroße Ding, hatten wir mal gefunden. Das hat auch jemand ausgebaut und umgebaut. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gefunden habe. Habt ihr denn schon mal solche großen Ruinen gefunden oder auch die kleineren? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Und wenn generell mehr davon zu sehen sein soll, dann abonniert mich, liked mich. Das gibt den YouTube-Algorithmus einen kleinen Schub nach oben und ich habe die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr für euch zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön.